Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu der zweiten Episode vom Schöffel Wohnexperten-Talk. In der letzten Folge haben wir uns über das Wohnen im Alter im Allgemeinen unterhalten und haben Ihnen auch eine kleine Übersicht über die Möglichkeiten aufgezeigt, die Schöffel und Partner bieten. Heute wird es ein Stückchen konkreter. Wir schauen auf den ersten Schritt bzw. den nullten Schritt auf dem Weg zu einem neuen Lebensabschnitt. Und der fängt ja lang vorher schon an, nämlich bereits im Kopf mit der Frage, wohne ich überhaupt richtig? Ein Traumhaus, das man vielleicht schon vor Jahrzehnten selber erbaut hat, erweist sich manchmal mit zunehmendem Alter oder auch geänderten Lebensumständen als nicht ganz ideal. Unsere Wohnexperten, der Stefan Schöffel und der Michi Schwarzer, können in diesem Fall helfen mit dem sogenannten Schöffel-Wohncheck. Was genau das ist, das erklären Sie uns heute gerade selber. Und damit heiße ich Sie ganz herzlich willkommen zu der zweiten Episode von eurer eigenen Sendung. Ciao zusammen. Hoi Sebi. Ja, so ein Hausverkauf, der ist, da wissen ihr wohl am besten, immer auch mit sehr vielen Emotionen verbunden. Wenn jetzt die Stege im Alter langsam höher werden oder scheinen höher zu werden, wenn die Arbeit rund ums Haus, im Garten immer mehr wird, dann macht man sich dann schon langsam mal Gedanken im Kopf, ist das die richtige Wohnform, bin ich da noch am richtigen Ort? Wann ist in so einem Fall denn auch der richtige Zeitpunkt, um zu euch zu kommen, um den Wohncheck in Anspruch zu nehmen? Mach du. Vielleicht, also gut. Wenn wir jetzt unsere Kundschaft anschauen, kann ich sagen, dass der richtige Zeitpunkt gibt es nur individuell. Oder? Ich kann nicht sagen, das ist die Faustregel oder kommt dann, wenn die so alt sind. Eigentlich in dem Moment, wo man das Gefühl hat, doch, jetzt wäre es vielleicht wirklich mal sinnvoll und wirklich auf sich hören. Das ist eigentlich immer der wichtigste Punkt. Jetzt wäre es sinnvoll, wenn man die Wohnsituation, die wir jetzt haben, prüft und schaut, passt das überhaupt noch, passt das vor allem noch kurz-, mittel-, langfristig. Ich denke, das ist der richtige Moment, um zu sagen, okay, jetzt mache ich mal so einen Schöffel-Wohncheck. Den Schöffel-Wohncheck, den haben die ja eigentlich relativ frisch konzipiert. Der nimmt jetzt langsam, aber sicher dann auch Fahrt auf. Das ist eine Hilfestellung, mehr oder weniger, die ihr euren Kunden bietet. Wie ist dazu gekommen? Was ist die grundsätzliche Idee dahinter, Michi? Wie es dazu gekommen ist, da kommt mir immer eine Situation in den Sinn, wo wir mit Kunden am Tisch gesessen sind und gemerkt haben, sie wissen, sie müssen jetzt verkaufen, weil es körperlich nicht mehr geht. Das Haus ist einfach mit dem Umschwung zu gross, zu viel. Und die Herkulesaufgabe ist, wohin? Also, wo gehen wir jetzt? Und dort aus ist eigentlich der Startschuss. Das ist jetzt ein paar Jahre her, wo wir gemerkt haben, der Verkauf ist für sie eigentlich klar. Die haben gewusst, wir verkaufen, weil es geht nicht mehr. Aber so ein bisschen die Gabelung, die Weggabelung, wo geht es jetzt hin? Wer hilft uns? Die haben zwar Verwandte, Familie in der Gemeinde gehabt, aber auch dort sind alle eingebunden. Für die ist es auch emotional, wie die in diesem Haus aufgewachsen sind. Das ist auch nicht immer außer Acht zu lassen, wenn es um Familie geht. Und die haben gewusst, jetzt die zwei helfen uns. Und wir haben gespürt, jetzt müssen wir mit denen mal schauen, wo hin geht es. Wie gross, was ist ihre Bedürfnisse, was müssen sie denn dort haben, was ist ihnen wichtig? Klar, es muss altersgerecht sein, das ist aber, ja, vieles schreibt sich altersgerecht, ist dann aber vielleicht nicht bis ins Detail. Und es sind dann Kleinigkeiten, die ihnen wichtig waren, die wir gemerkt haben. Da müssen wir ins Detail gehen, was ist ihnen wichtig, damit sie künftig die letzten 10, 15 Jahre von ihrem Leben weiterhin noch glücklich sein können. Und dort aus ist eigentlich dann so losgegangen, was man hier alles braucht. Und wir dann plötzlich festgestellt, das ist noch wichtig, da braucht es noch dazu, da könnte noch etwas sein. Und da haben wir dann den ganzen Fragebogen, wo mittlerweile, wie viele Seiten sind es? Sieben Seiten sind, ja, mit ganz vielen Fragen, wo gewisse Leute dann, wenn wir die Frage stellen, sagen, ja, da hätte ich gar nicht gedacht. Ja. Gute Frage da. Und das ist wirklich eigentlich da, dort ist der entstanden. Und über die ganzen Jahre mit all diesen Fällen, immer, der wächst immer jetzt noch. Der wächst immer weiter. Ich denke, das ist ganz wichtig, was jetzt gerade gesagt hat, Michi. Oder? Es ist wirklich etwas Dynamisches. Der Wohncheck der ist am Wachsen. Am Wachsen, nicht im Sinne von Anzahl Seiten, das auch. Ja. Aber auch mit den Fragestellungen, die wir drin haben. Und dann plötzlich merkt man, okay, die ganze Situation ist sich ein bisschen am Ende. Jetzt nicht unbedingt spezifisch auf die Leute, sondern auch vielleicht die ganze Wohnlage, die wir haben in der Schweiz. Und dann oder die Möglichkeiten, die es gibt. Und dann passen wir das natürlich entsprechend an. Und dann mal ergänzen oder nehmen auch wieder etwas raus. Das ist dann wirklich. Für uns ist vor allem extrem wichtig, dass jetzt der Michi vorher mit diesem Beispiel, wir haben zahlreiche solche Beispiele, oder? Gesagt hat, dass wir wirklich anhand von diesem Wohncheck die Bedürfnisse wirklich aufnehmen können.
und sehen, wie es aussieht und dann das verarbeiten und dort daraus ein Resultat für die Leute haben, wo wir ihnen klar sagen können, hey, wir empfehlen euch aufgrund von unseren Erfahrungen, die wir jetzt haben mit diesen Situationen, das und das und das sind Lösungen oder das sind Optionen, die ihr habt. Und wenn ihr wollt, natürlich immer alles ohne Pflicht, tun wir euch auch sehr gerne begleiten. Mhm. Das ist, ich glaube, bei Immobiliendienstleistungen eine rechte Innovation. Ich kenne zumindest nichts Vergleichbares. Gibt es da irgendwo in anderen Bereichen etwas, mit dem es vergleichen könnte? Ja. Gibt es. Und das kommt aus unserer Vergangenheit. Wir haben nicht mehr Krawatte und Job an, aber wir haben beide mal auf einer Bank gearbeitet und auch mal auf einer Versicherung ein paar Jahre. Und dort gibt es, was die finanzielle Seite angeht, Finanzplanung auf einer Bank, wo man schaut, kann ich mich früher noch pensionieren, was braucht es noch und dieses und jenes. Es gibt so Versicherungscheck, wo der Versicherungsberater schaut, brauche ich Autoversicherung, wenn ich gar kein Auto habe, so ein bisschen mit dem zwinkernden Auge. Und das ist eigentlich die Analogie dazu, wo man einfach auf die Wohnbedürfnisse abgebrochen, nicht nur schaut, ist es finanziell machbar, was auch ein Teil des Wohncheck ist, sondern auch, sind es Kleinigkeiten, die man jetzt ändern kann, damit sie 20 Jahre immer noch passt. Mhm. Und das ist eigentlich für mich eins zu eins wie eine Finanzplanung, wo du mit 55, 50 vielleicht schon schaust, kann ich mir eine frühe Pension leisten? Ja. Weil mit 65 ist es spät, dann ist das mit dem Frühjahr vorbei, mit der Pension. Und das ist eigentlich so für mich so ein bisschen der Vergleich, wo man so einfach kann vergleichen kann, dass jemand sich etwas darunter vorstellen kann. Mhm. Ja. Ich denke, das ist wirklich ganz eine wichtige und spannende Analogie, die wir wirklich auch immer wieder zitieren oder bringen. Oder? Weil der Wohncheck und auch der Wohnexperte mit Herz, wo wir sind, den gibt es ja so noch gar nicht. Das ist wirklich eine Innovation und etwas, was es so noch nicht gibt. Mhm. Und dann müssen wir auch so mit Analogien ein bisschen natürlich arbeiten. Ich sage einfach immer kurz in ein paar wenigen Worten, wir machen eigentlich das im Wohnbereich, wo eine Bank oder ein Banker mit der Finanzplanung zum Beispiel macht. Oder? Genau. Also ich weiß auch nicht, was der Banker bei der Finanzplanung checkt. Aber es würde mich sehr interessieren, was ihr eigentlich checkt bei dem Wohncheck. Um was geht es dort? Was schauen die euch konkret an? Wir gehen wirklich zum Kunden vor Ort und schauen eigentlich, wie er wohnt und wie er lebt. Also konkret heisst das, also wir schauen zum Beispiel, was ist alles gemacht worden, was ist hindernisfrei. Es ist noch nicht so, dass wir hingehen und eine Bewertung vom Haus machen oder von der Wohnung. Ja. Das gehört dort nicht dazu. Sondern es ist wirklich einfach eine Ist-Situationsanalyse, Aufnahme von der Wohnsituation und von der Wohnbedürfnis. Mhm. Also konkret, wir gehen zum Beispiel auch an und schauen, okay, hat es jetzt in diesem Haus ein Stegenhaus? Gibt es dort allfällig auch Möglichkeiten, dass man einen Lift einbauen könnte? Oder ist das zu schmal? Also, ja. Wir gehen auch in diese Themen hineinschauen. Wie sieht es aktuell aus? Und gehen natürlich auch schauen und fragen, okay, was für ein sozialen Umfeld sind die Personen, leben jetzt die Menschen gerade? Ist es für die sehr wichtig, dass sie in diesem Gebiet können bleiben können? Auch dort haben wir sehr viele Kunden, die zu uns kommen. Wir so einen Wohncheck für sie dürfen machen. Und dort kommt dann auch klar raus, hey, die haben ihr soziales Umfeld in dieser Region, in diesem Gebiet oder sogar in diesem Quartier. Ja. Das ist für die undenkbar, um aus diesem Quartier rauszugehen. Und dort kommt natürlich dann wieder der eine Punkt, den du vorher gefragt hast, ja, wann soll man denn das machen, so einen Wohncheck? Lieber genug früh. Ja. Weil dann haben wir auch noch die Möglichkeit auf der anderen Seite, wenn sie unser Sorglospaket oder einen Baustein daraus wollen, dass wir für sie auch das Geeignete in diesem Quartier finden. Mhm. Dann haben wir auch die nötige Zeit dafür. Oder? Weil oftmals gibt es die Lösung nicht einfach gerade klicken und dann ist sie da. Oder? Genau, und wenn ich jetzt so einen Fragebogen, der so angewachsen ist auf 7 Seiten, wenn ich so einen überkomme, was ist eigentlich die allererste Frage, die ihr euren Kunden dort stellt? Die allererste Frage ist, wie geht es ihnen aktuell in der Situation, in der sie wohnen, wie fühlen sie sich? Mhm. Das ist die erste Frage, die wir stellen, nebst Personalien natürlich. Ja, selbstverständlich. Also wirklich, ja. Das hat auch sehr, sehr viel mit Gefühl zu tun, glaube ich. Das ist ja nicht nur, okay, es ist anstrengend, Steigen darauf zu laufen, sondern sehr, sehr viel auch mit Gefühl. Wie kommt ihr das mit in eurem Alltag? Wohnen ist Lebensqualität. Mhm. Und je älter das wir werden, desto mehr wird auch das Wohnen zum Zentrum. Weil wir sind auch mehr daheim oft, also je älter das wir werden, oder? Ich hätte jetzt natürlich nicht von 60 oder 65, die frisch pensioniert sind und noch gehen reisen und so weiter, sondern wirklich von älter.
Und desto wichtiger oder desto klarer ist das Wohnen und die richtige und passende Wohnform, die nicht belastend ist, sondern die unterstützend ist, auch mehr Lebensfreude und Lebensqualität. Und das ist eigentlich ein wesentlicher Punkt. Mhm. Ist das denn wirklich so locker, wie ihr sagt, oder verpflichte ich mich zu irgendetwas, wenn ich jetzt das checken lasse, meine Situation, meine Wohnsituation bei euch? Nein, das ist wirklich so. Also es ist in sich geschlossen, der Wohncheck, den man anbietet, der unverbindlich ist. Mhm. Und dort raus die Empfehlungen, da kann man die Analogie wieder ziehen zu einer Versicherung oder Finanzberatung. Ja. Völlig unverbindlich, ob man dann die Empfehlungen auch annimmt oder nicht. Also, wir können Empfehlungen machen und sagen, es wäre jetzt gut, das. Mhm. Wenn dann aber jemand findet, nein, für mich passt es. Und wenn ich dann am Punkt X ankomme, wo es dann nicht mehr geht, dann wollte ich dann wieder schauen. Mhm. Dann kann man das auch so lösen. Also grundsätzlich heisst es ja nicht, so haben wir den Wohncheck gemacht. Jetzt haben wir draußen steht ein Team von Leuten, jetzt fangen wir an, das Haus verkaufen, so in dem Stil. sondern es ist völlig unverbindlich, dass jemand sich mal einfach einen Überblick verschaffen kann und mal weiss, was er hat. Mhm. Oder eben nicht hat. Ist auch noch wichtig, oder? Das ist natürlich wie ein Beratungsdienstleistung, den wir hier machen, und das ist nicht kostenlos. Mhm. Also wir verlangen für so einen Wohncheck 690 Franken, mhm. oder? Weil der Aufwand, den wir haben, der ist natürlich ein paar Stunden, oder? Ja klar, genau. das gehört ja absolut jetzt auch dazu. Jetzt, was mich jetzt noch interessieren würde, ihr habt ja gesagt, die Kunden können sich komplett entscheiden, was sie machen. Wie ist das bisher gewesen? Wie gross ist eure Erfolgsrate, wenn man so will? Wie viele Mal sagen die Leute zum Beispiel auch, nein, also ihr könnt mir erzählen, wann ihr wollt, ich wohne auch bei mir daheim. Das ist für uns noch relativ schwierig zu sagen. Ja. Weil erstens machen wir das ja noch nicht seit 7 Jahren, sondern vor 7 Jahren haben wir angefangen. Ja. Sondern wir machen das eigentlich schon sehr aktiv, aber so mit dem Wohncheck machen wir das eigentlich erst etwa seit 6 Monaten Grössenordnung. Ja. Und dort kann man sagen, die das Bedürfnis eigentlich relativ schnell haben oder schon irgendeinen Schicksalsschlag gehabt haben, die sind, dort begleiten wir eigentlich meistens auch. Wir sagen ihnen dann auch, wie wir das Resultat oder wie die Lösung aussehen können, auch was wir für sie können machen. Und dort ist die Quote natürlich sehr hoch, wo wir dann wirklich können sagen, also die begleiten wir eigentlich. Die letzten Mal, die wir gemacht haben, haben wir ziemlich alle begleitet. Mhm. Vielleicht jemand mal nicht und gesagt hat, ja, ich möchte jetzt vielleicht doch noch mal 2-3 Jahre so. Mhm. Und das ist ja okay. Also das gehört ja auch zu dieser Grundidee von selbstbestimmt, das ist wieder das Schlüsselwort, möglichst lange in den eigenen 4 Wänden zu leben, oder? Aber halt in der richtigen Wohnform. Mhm. Und das Selbstbestimmte ist ja auch das Zentrale. Oder? Mit dem Wohncheck hat man eigentlich einfach das Instrument, wo man nachher weiss, okay, das sind meine Optionen. Wenn und wie ich die auch immer dann nachher ausübe, ist ein anderes Thema. Gibt es auch mal die Situation, dass ihr dann wirklich auch da steht und sagen müsst, ich glaube, irgendeine betreute Möglichkeit wäre für dich das Richtige? Mhm. Gibt es das? Also, da wird man ja ungern hören, glaube ich, als Kunde, auch wenn man so zahlt dafür, um das zu hören. Aber gibt es diese Situation? Ja, die gibt es. Ja. Ist natürlich immer auch wieder eine Wahlvariante, ob man das will oder nicht. Mhm. Was ich jetzt viel festgestellt habe, was wir miteinander festgestellt haben, ist, dass man dort auch Scheuklappen, die wir versuchen zu entfernen, muss entfernen. Ja. Wo wir schon oft Situationen erlebt haben, gesagt haben, nein, das kommt für mich nicht in Frage, ganz sicher nicht dort und sicher nicht mehr wie im ersten Stock und so Sachen, wo man dann einfach auch mal die Scheuklappen öffnet und sagt, wir gehen es mal auch unverbindlich anschauen. Weil man vergibt sich ja nichts. Man vergibt sich auch mit einem Wohncheck nichts. Im Sinne, man weiss, was man hat. Oder eben nicht. Und ich wüsste jetzt nicht, wie so eine betreute Geschichte aussieht, wenn ich es nicht schon mal gesehen hätte. Ja, ja. Ist denn da wirklich so, dass alle rumliegen und nicht wissen? Genau. Ja, also wirklich dort die Scheuklappen entfernen ist schon auch ein Teil von unserer Aufgabe hinsichtlich neuer Wohnformen und anderer Wohnformen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wie du gerade sagst, Michi. Oder? Ich meine, wir haben ein bisschen das Thema, und das ist, glaube ich, auch wieder so ein bisschen gesellschaftlich gewachsen, dass viele Leute das Gefühl haben, eigentlich gibt es nur ein Eigentum oder ein Mietding und nachher gibt es noch das Altersheim. Ja. Und ins Altersheim, das ist so ein bisschen ein Tabuthema, obwohl es da unterdessen auch schon sehr, sehr viele tolle Altersheime gibt, wo eigentlich der Name, den wir damit verbinden, nämlich wir gehen dort zum Sterben, das ist so ein bisschen ein Tabuthema, das wir sehr oft haben, eigentlich überhaupt gar nicht mehr so ist. Oder? Wir auch dort schon Leute haben dürfen in ein Altersheim begleiten, die wieder aufgeblüht sind. Oder? Ich denke, wir neigen ein bisschen dazu, die Sachen auch entsprechend negativ anzuschauen. Mhm. Aber dass es zwischen Altersheim und zwischen meinem grossen Haus oder meiner grossen Wohnung noch diverse Zwischenschritte gibt,
Das ist sehr vielen Leuten gar nicht klar, oder die wissen das zu wenig. Genau, und das zeigen die dann auch auf mit dem Check, oder? Das ist ja das grosse Ziel davon dann auch. Ich kann gerade schnell ein Beispiel machen zu dem. Perfekt, wir sind jetzt gerade einen Mann am Begleiten, also ist auch ein Ehepaar, ist auch älter, gesundheitlich sehr stark angeschlagen, haben eine grosse Eigentumswohnung und merken, es wird ihnen wirklich zu viel, es geht wirklich nicht mehr. Wir begleiten die jetzt wirklich komplett von A bis Z. Das ist jetzt wirklich ein Sorglospaket 1.0, wo, wirklich, alles, wo wir wirklich alles machen, inklusive aktuelle Wohnungssuche in der Nähe vom Spital. Ja. Und nachher werden wir für sie auch gerade noch Spitex-Dienstleistungen dazu organisieren, wo sie unterstützen beim Einkaufen und so weiter. Oder? Das machen wir auch noch. Das ist bei uns eigentlich integraler Bestandteil. Weil unser Ziel ist, dass die Wohnqualität der Leute so ist, dass ihre Lebensqualität möglichst das Optimum ist. Oder? Das ist eigentlich unsere Überlegung dahinter. Und weißt, das fühlt sich auch wirklich gut an. Ja. Weil wir machen etwas wirklich Gutes. Wir verbinden eigentlich die Aspekte, soziale, aber auch das wirtschaftliche. Logisch, das machen wir nicht gratis. Da können wir aber alles verbinden und machen dabei etwas Gutes für alle. Es ist wirklich, also wir haben jetzt oft davon geredet, dass die Leute an einem neuen Ort wohnen. Für uns ist es nicht, dass die an einem neuen wohnen, sondern dass sie sich am neuen Ort zuhause fühlen. Und es muss nicht einmal unbedingt das neue Ort sein. Es kann auch sein, dass es zum Beispiel das bestehende Haus ist und man einfach gewisse kleine Anpassungen muss machen, damit es noch mal 5, 10, 15 Jahre problemlos geht. Und das kommt bei so einem Wohncheck dann halt aus. Haben wir denn jetzt gerade, du hast ein Beispiel jetzt schon genannt, ein aktuelles Beispiel. Hast du vielleicht noch ein Beispiel, das dir besonders geblieben ist bei diesem Wohncheck, wo ihr wirklich helfen konntet? Ja, wirklich ein Beispiel, wo mir wirklich geblieben ist, da die Initialzündung, die sich in der Wohncheck ausgelöst hat, wo wir dort am Tisch gesessen sind und wirklich eigentlich wegen einer Bewertung, die dann in einer späteren Sendung dann auch, wo es darum geht, wann geht es los mit dem Verkauf, wo eigentlich klar war, verkaufen, wo wir dann sich in einen Wohncheck aufgenommen haben, wo soll es denn gehen. Und das ist mir geblieben, weil ich mag mich noch erinnern, als wäre das gestern gewesen, Eggbank, wir sind beide dort gesessen und die Dame, du musst lachen, du weißt. Und die Dame sagt so, und das war zu Beringen gewesen, und die Dame sagt so, und ganz sicher nicht in den selben Block und nicht mehr wie im ersten Stock. Ich mache einen Sprung, Ende von der Story. Sie wohnen dort im zweiten Stock und sind mega glücklich. Oberglücklich. Erst und, kürzlich auf dem Kaffee. Und wenn wir einmal zum Kaffee gehen, dann gibt es Kaffee und Kuchen. Also Kuchen. Und es ist mega. Genau, also es ist wirklich dort. Geblieben ist es mir, weil ich komme zu diesen Scheuklappen. Sie hat wirklich gesagt, ganz sicher nie dort. Eigentlich vom Standort, vom neuen Zuhause, ideal. Gerade neben dem Mikro dort zu beringen. Alles schön, Boden eben und alles. Einfach von der Liegenschaft her hat es ihr nicht gefallen. Ja. Und dort habe ich dann auch gesagt, komm, wir gehen es mal anschauen. Ich habe die zwei eingeladen, wir sind die Wohnungsbesichtigung machen und sie sind in die Wohnung gelaufen und aufgegangen. Und mir ist auch das Herz aufgegangen, weil ich dachte, da ist es. Ja. Und es ist es auch gewesen. Und das geht es. Ja. Ja. Das geht es. Eben das Lachfältchen vom Stefan, die tauchen gerade mal auf. Also das ist wirklich das etwas, was ihm nachgegangen ist, also eine Geschichte, oder? Total. Das tut wirklich, also du machst etwas, das gut ist und wo einfach ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücke. Es ist einfach schön. Es ist einfach eine mega schöne Arbeit. Ja. Was auch noch wichtig ist, oder in diesem Wohncheck kann aber auch auskommen, dass man klar sagen, hey, ihr habt so ein tolles Haus, ihr seid in so einer tollen Lage, auch erst kürzlich gehabt. Sorry, Verkauf ist eigentlich aus meiner Sicht keine Option. Schauen, dass man das innerhalb der Familie weitergeben kann. Und dann stehen wir natürlich auch zur Verfügung mit einem einzelnen Modul, wo wir sagen, hey, wir machen für euch dort die komplette Abwicklung. Ja. Und schauen auch für die Finanzierung mit den Kindern oder über Kind und so weiter. Das gehört bei uns auch dazu. Eben, wir sind kein reiner Makler, wir sind Wohnexperten und mit Herz. Ich glaube, das spürt man hoffentlich. Und das ist uns auch wirklich sehr wichtig. Wir haben keinen eindimensionalen Blick, sondern wir schauen wirklich an, was würden wir eigentlich, wenn wir jetzt persönlich in dieser Situation wären, wie würden wir das machen? Und so beraten wir unsere Kunden. Und das ist uns wirklich wichtig. Und jeder, der bei uns, jeder, der so ein blaues Schöpfchen anhat und immer Schlumpf ist, wie du in der letzten Sendung gesagt hast, vertritt auch diese Werte. Und das ist uns wirklich wichtig. Genau, und diesen Kunden werden wir jetzt gerade mal zuhören. Das werden wir nämlich auch in jeder Sendung jetzt machen. Wir werden mit euren Kunden reden, beziehungsweise wir werden Videos anschauen, wo eure Kunden eben erzählen, wie sie sich aufgehoben gefühlt haben oder eben nicht aufgehoben gefühlt haben im schlimmsten Fall bei den Schöffel und Partner. Und der Erste, den schauen wir uns jetzt an. Wir kennen die Leute aus unserem Bekanntenkreis, die
in der gleichen Situation sind, die haben Einfamilienhäuser, sind schon 30 Jahre drin oder so, richtig, sind schon und haben sich sicher auch schon, und da haben wir schon vorhin gehört, Überlegungen gemacht, wie wenn man eigentlich vorgehen quasi, um zu schauen, dass man vielleicht etwas Kleineres oder etwas Einfaches oder wie auch immer wettet zutun, weil einfach das bisherige Haus, das sie vielfach haben, für die Audienz zu gross ist und es nicht mehr bewältigen können. Es geht aber auch nicht nur um das. Ich denke einfach, es kann ein Kranker kommen. Ein Partner ist alleine in diesem grossen Haus. Ich hätte ganz ehrlich Angst gehabt. Wenn er jetzt ins Spital hätte müssen oder was auch immer. Ja, ja. Und umgekehrt auch. Ja. Und in einer Wohnung. Also da, wo wir jetzt haben, da kann eins alleine. Wie gesagt, es ist optimal, dass wir die Firma Schöffel kennenlernen konnten. Die uns richtig begleitet hat. Richtig. Ja. Und oder? Also, ich sehe es so. Ja, einfach viel abgenommen, man hat auch Angst verloren, oder? Oh, mache ich es jetzt recht? Oder? Es ist einfach super. Unterstützung gehabt. Ja, es ist einfach super gelaufen. Und das Objekt, das sie uns können anbieten können, entspricht genau unseren Erwartungen und unseren Bedürfnissen. Genau, eigentlich. Es hat einfach so müssen sein. Es hat gestimmt und stimmt und wir sind glücklich. Und nur weiterempfehlen, ja. Man kann nur weiterempfehlen. Ja, ist das optimal. Wir hören das jederzeit wieder so machen. Ja. So, der erste zufriedene Kunde, den wir Ihnen vorstellen durften, von Schöffel und Partner. Wie gross ist eigentlich die Nachfrage nach dem Wohncheck? Etabliert sich das schon, das Angebot, das ihr jetzt hier auf den Markt geworfen habt? Zum guten Glück ist es nicht unser erster zufriedener Kunde. Sonst hätten wir das Problem. Nein, tatsächlich. Oder wir haben das Angebot erst kürzlich und sind jetzt wirklich am Lancieren, konkret mit einem Schöffel Wohncheck. Und die Anfrage fährt immer mehr an zunehmen. Wir haben eben auch in Muttenz, in Baselbiet, einen neuen Standort, wo wir auch bereits jetzt dort die ersten Kunden haben, die genau so einen Wohncheck wollen. Ja. Jetzt haben wir natürlich ganz, ganz viele Faktoren von diesem Wohncheck aufgezählt, auch sehr viel erklärt, wie das Ganze läuft. Wenn ich mich genau informieren will, vielleicht auch mal in Ruhe, wo kann ich da? Es gibt diverse Varianten. Also, man darf gerne zu uns auf Neuhausen in den Shop kommen, an der Poststrasse. Man kann sich im Internet informieren, man kann uns ein Mail machen und sagen, ich wollte mal unverbindliche Informationen. Man darf uns anrufen. Also dort auf allen Wegen sind wir da eigentlich erreichbar. Wenn jemand sich gerade wirklich persönliches Bild machen will, dann kommt er am besten vor Ort, lernt uns gerade kennen, das Ganze, wie das funktioniert, unverbindlich. Oder eben anrufen, E-Mail machen, da sind wir auf allen Wegen erreichbar. Ich glaube, das ist auch eh wichtig, der persönliche Kontakt, ja, oder? Ja. Also, Es geht ja um Person, oder? Und wir wollen das auch spüren. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man sich persönlich kennenlernt. Oder? Und was wir auch noch haben, was sicher auch eine gute Möglichkeit ist, sind diverse Referate. Mhm. Die sind auf unserer Webseite ausgeschrieben, wo man sich anmelden kann. Oder? Genau. Und dann lernt man das auch kennen und dort müssen wir es eigentlich auch nochmal vorstellen. Auch ähnlich wie wir es jetzt hier machen, oder? Wo wir auch wirklich anhand von Fallbeispielen oder von Beispielen, die wir haben dürfen erleben, dann das machen. Mhm. Genau. Und alle Kontaktinformationen, die können unsere Zuschauer natürlich nochmal grafisch geliefert über unten bei unserer Grafik. Also wenn man sich da in Kontakt setzen will und wenn man über die eigene Wohnzukunft nachdenken will oder sich vielleicht auch unterstützen lassen will, dann kann man sich also bei euch melden, bei Schöffel und Partner. Danke vielmals, das war schon für die zweite Sendung vom Schöffel Wohnexperten-Talk. In der nächsten, in der dritten Sendung, dort werden wir führen schauen auf den ersten Schritt. Also wenn ich mich da dazu entschlossen habe, um das Haus zu verkaufen, wie es denn eigentlich weitergeht. Was sind so da die wichtigen Schritte und welche ungeliebten Nebenaufgaben, die dazugehören, können abgenommen werden von den Jungs von Schöffel und Partner. Bis dann wünsche ich Ihnen einen wundervollen Tag und wir hoffen wieder, dass Sie auch nächstes Mal einschalten zum Schöffel Wohnexperten-Talk.